Wenn du glaubst, ich hör auf, Rap ist Schicksal für mich. Niederlagen kassiert, ist egal. Notfalls wird der Style wie meine Haare frisiert. Und ich häng höchstens meine Hater an den Nagel, bis ihr kapiert. Ich sterbe, bevor ich kapituliere. Im Ernst, ich hatte Fans, so viele fanden mich real. Doch Jay-Z featured nicht, weswegen sie gefallen verlieren. Mag ich Rap nicht für euch, weil ich nicht grundlos sehne. Ich rap, weil halt Rap ist der Mund zur Seele. Ich hatte Battles ohne Ads, hatte Battles mit Crews. Nicht on Stage, doch auf Partys, hatte Battles im Zug. Und das seit 5 Jahren, scheiße. Ich wollte der beste Rapper sein und hab anscheinend das Glück auf meiner Seite. Auch Presley, Cobain und Pac waren nicht. Doch haben später so wie viele ganze Massen gefickt. Wir hören mich an und auf unser Sound ist nicht für heute. Er ist wie das Leben, meine Enden schlafen. Die Funkbellen entzerren. Wir hören mich an und auf, weil uns das zu viel bedeutet. Und wir sind die dicksten Freunde. Mach mein Hobby zum Beruf, es ist ein steiniger Weg. Seit beinahe einem Jahrzehnt will ich, dass einiges geht. Ich träum von Regalen voll mit meinen CDs, von ausverkauften Konzerten und davon in der Zeitung zu stehen. Doch in der Realität bin ich immer noch arm, immer noch am Schuppen, um meine Rechnung zu zahlen. Aber wie viel ist es wert, wenn du das Gefühl erlebst, so jubelnden Publikum auf der Bühne zu stehen, niemals allein. Ja, ich hab meine Partner hinter mir, die harte Arbeit investieren, mich seit Jahren inspirieren. Und wir tun es für unseren Traum. Ich sehe Licht am Horizont zwischen dem Dunkel und Grau in einer Welt, in der wir meistens eine Nummer bleiben. Schreibe ich 100 Zeiten, die meinen Kummer vertreiben. Hunger nach Erfolg, unterwegs zur Perfektion. Treiben uns an, aus uns heraus das Beste zu holen. Wir hören mich an, unser Sound ist nicht für heute. Er ist wie das Leben, meine Enden schlafen. Die Funkbellen weil es ist zu viel bedeutet. Und wir sind die dicksten Freunde. Du kennst nur HMC. Vielleicht Inside Records, vielleicht Heroin. Kranke Scheiße Mixtape, Bootleg M2 und 1. Mixtape 2,5 und nur ein paar meiner Lines. Du hast gelacht, weil ich rappt, doch was folgt dir da drauf? Später war ich on stage und vor mir in der Crowd. Ich ging diesen Weg auf meinem eigenen Pfad. Hatte Hammermomente, doch oft war es hart. Die ersten Auftritte ohne Aussichten. Plötzlich hatte ich Fans, die zu mir aufblickten. Alles lief bestens, tendenziell nach oben, dann aussichtslos. Weil auf dem Verbot, Promo braucht man doch schon. Wer soll mich jetzt pushen? Ohne Bühnenpräsenz bleibt man auf ewig unten. Doch egal, auch wenn ihr über HMC schlecht redet, ist dieser Kerl irgendwie mein Leben. Wir hören mich an, unser Sound ist nicht für heute. Er ist wie das Leben, meine Enden schlafen. Die Funkbellen entzerren. Wir hören mich auf, weil uns das zu viel bedeutet. Und wir sind die dicksten Freunde. Killer der Track, Mann, echt. Der Track ist eine absolute Bombe.